Hallo ihr Lieben, willkommen zu einem neuen Vlog. Wir haben schon 12 Uhr und ich war jetzt gerade auch schon unterwegs und zwar, oh Gott sei Dank, ich habe bei Beauty Inn noch einen Termin bekommen für meine Nägel und ich bin so dankbar, weil mein einer Nagel ist richtig ekelhaft abgebrochen. Sorry, ich muss euch jetzt den Mittelfinger zeigen. Und zwar der hier. Und der ist jetzt mit einem Tipp ein bisschen verlängert worden. Ich freue mich richtig drüber. Ja, und jetzt werde ich mal gleich was kochen. Der Tobi, der muss jetzt gleich zu einem Termin noch. Und dann werde ich auch noch heute packen, weil morgen geht es ja schon wieder los. Ansonsten, mir geht es schon wieder ein bisschen besser. Ich habe ein bisschen Husten noch, aber ansonsten geht's. Ich habe gelesen, dass super viele geschrieben haben, hey Maren, geh doch nicht so leichtsinnig mit deiner Gesundheit um. Und ich dachte mir in dem Moment, hä, wieso ich überla... Ich rolle hier voll rum. Ich versuche das beste Licht gerade zu finden. Und ich dachte so, hä, wieso? Ich gehe doch nicht leichtsinnig um, wenn ich einfach mal ein bisschen abwarte. Ich sitze nicht gerne beim Arzt. Nee, ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich finde das grauenvoll, immer da zu warten. Ich habe das Gefühl, man wird dann noch kranker. Kränker? Naja. Jedenfalls, viele haben geschrieben, geh doch zum Arzt und so. Und ein paar haben geschrieben, richtig so, Maren, warte erst nochmal ab. Ja, keine Ahnung. Ich glaube, das muss jeder für sich selber entscheiden. So, und Tobias, der... Ich glaube, dem muss ich gerade mal was abnehmen. Wartet mal. Geht es? Kann ich dir was abnehmen? Hm? Kann ich hier was abnehmen? Ja, alles gut. Da ist er. Nein, ja, nee, ich muss ja auch jetzt gleich dich abholen, aber würde es sich lohnen, wenn ich was koche? Jetzt. Ich muss jetzt los. Okay, das heißt, es würde sich jetzt nicht lohnen. Jetzt würde es sich nicht lohnen, ja. Danach würde es sich auch nicht lohnen, weil wir ja heute Abend in der Stadt sind. Doch. Würde es sich trotzdem mega lohnen? Mega Hunger, ja. Ja, okay. Also wenn du danach was kochst, okay. Dann mache ich das so, dann hole ich mir jetzt beim Bäcker ein Brötchen. Ja, mach das. Aber bitte fahr erst in 20, 30 Minuten los, okay? Ja, ich muss eh noch mal ein Video machen. Laden wir dann heute gemeinsam gegen 17, 18 Uhr hoch, ne? Okay, tschüss. Ist klar, tschüss. Kleine Maus. Tobi und ich, wir hatten übrigens gerade eben ein Gespräch. Und wie kann ich euch das erzählen am besten? Wir wissen ja, also gerade auf unserem Kanal, wir haben ja schon eine größere Reichweite und auch sehr, sehr viele Leute, die uns zuschauen und sehr, sehr viele verschiedene Meinungen zu verschiedenen Themen. Ich habe jetzt eben mit Tobi auch mal darüber gesprochen. Seit ein paar Monaten und gestern kam das sehr, sehr stark hoch. Deswegen haben wir gestern auch nicht gevloggt. Ich habe zu Tobi gestern gesagt, ich möchte mal gerne ein bisschen zu meiner Mama und so. Hey, nicht zanken. Nicht zanken. Ich habe gestern, war ich ein bisschen bei meiner Mom und ich brauchte ein bisschen Zeit für mich, einfach mal so ein bisschen nachzudenken. Ich meine, einigen ist es schon aufgefallen, seit ein paar Wochen, Monaten, dass bei mir schon eigentlich, dass ich hätte gerne ein Babygefühl, schon ziemlich lange da ist. Tobi ist eigentlich auch so eingestellt, Tobi denkt aber noch mal ein bisschen anders darüber. Ich denke, dass liegt aber auch daran, weil ich einfach auch eine Frau bin und er ein Mann. Ich muss ja das Baby austragen. Und ich glaube, da kommen nochmal andere Gefühle in einem hoch. Ich glaube, viele Frauen kennen das. Bestimmt nicht jede, aber viele Frauen kennen das. Es gibt ja auch Frauen, die haben keinen Kinderwunsch. Und es gibt Frauen, die haben einen sehr ausgeprägten Kinderwunsch. Ich würde mich mal in die Mitte einfach stellen und sagen, ich habe einen Kinderwunsch. Und ich habe jetzt einfach in den letzten Monaten gemerkt und gestern sehr viel darüber nachgedacht, dieser Kinderwunsch ist sehr, sehr stark. Ich bin jetzt 25, das ist kein Alter. Für mich persönlich ist es jetzt kein Alter, wo ich sage, viel zu alt für Kinder, viel zu früh für Kinder. Es ist eigentlich ein Alter, wo ich sage, ja, da muss jeder selber für sich entscheiden, wie weit er ist, wie reif er ist und wie stark einfach der Kinderwunsch ist, wie die Beziehung ist, wie die Lage ist und, und. Es gibt natürlich sehr, sehr viele auf YouTube, die sagen, Maren, Tobi, ihr seid überhaupt noch nicht bereit für ein Kind. Ihr seid total kindisch, ihr kriegt das nicht auf die Reihe, das nicht. Ihr seid das, 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 das. Gut, das ist die Meinung von den Leuten oder
keine Ahnung, von euch, von ein paar von euch auf jeden Fall. Dann gibt es die Leute, die natürlich sagen, ja, total schön, ich hoffe, ihr bekommt bald ein Baby und alles. Natürlich, das wird auch eine unglaublich tolle Zeit. Ich glaube eher, man, also so bin ich einfach erzogen worden und so kenne ich das von meinen Eltern. Meine Eltern waren nie irgendwie so sehr, 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 sehr streng oder irgendwie so, keine Ahnung, so, wie sagt man das? Mir ist das Wort gerade entfallen. Spießig, das wollte ich sagen. Nicht, dass spießig oder streng schlecht ist. Ich wurde einfach so erzogen. Meine Eltern waren immer lustig drauf, haben immer Späße gemacht. Ich hatte nie das Gefühl, also ich hatte das Gefühl, es sind meine Eltern. Ich hatte Respekt vor meinen Eltern und habe auf sie gehört. Aber ich hatte auch irgendwo das Gefühl, dass meine Eltern auch irgendwo meine Freunde waren. Menschen waren, zu denen ich kommen kann oder sind, zu denen ich kommen kann, wenn ich Probleme habe. Und das finde ich so, so wertvoll. Jeder soll sein Kind erziehen, wie er möchte. Wenn jemand sagt, ich möchte es total streng oder total gläubig oder keine Ahnung. Ich persönlich finde, wenn das Herz sagt, es ist Zeit für ein Kind, wenn der Partner auch sagt, ja, wir können es versuchen und einfach ein Wunsch da ist und man sich somit vielleicht auch nochmal vollständiger fühlt, was hindert einen daran? Wir haben ja eine Grundbasis, wir haben eine lange Ehe, also eine lange Beziehung, eine Ehe, wir sind verheiratet, wir bauen jetzt ein Haus zusammen und es laufen sehr, sehr viele andere Projekte, wo wir noch gar nichts zugesagt haben und auch erstmal noch nichts zusagen werden. Und ja, weshalb es finanziell eigentlich jetzt auch nicht irgendwie eine Belastung für uns wäre, ein Kind. Ich glaube, das ist ein Thema, das kann man so breitschlagen und da kann man so lange diskutieren. Und ich weiß auch, dass jetzt bestimmt in den Kommentaren wieder Diskussionen aufkommen. Aber ich will ja auch einfach ehrlich zu euch sein. Ich will mir nicht den Mund verbieten lassen. Und ich will einfach meine Meinung mit euch teilen. Und ich habe Tobi einfach eben gesagt, weil ich gestern einfach auch die letzten Monate sehr viel drüber nachgedacht habe und gestern einfach auch nochmal sehr intensiv drüber nachgedacht habe. Ich habe ihm gerade eben gesagt, dass ich persönlich einen sehr, sehr, sehr großen Kinderwunsch gerade habe. Und ich merke das. Und ich merke, dass es mich irgendwie unglücklich macht, weil eigentlich haben wir geplant in den nächsten 2-3 Jahren. Aber ich habe wirklich einen Kinderwunsch und ich will auch vernünftig sein. Und ich möchte natürlich erstmal das Haus fertig haben und auch noch an den anderen 2 Baustellen sehr, sehr viel schaffen. Aber ich habe ihm das gerade gesagt. Ich habe ihm das auch unter Tränen gesagt. Nicht, dass ich Angst hätte, ihm sowas zu sagen, sondern einfach, weil es mich... Ich bin ein sehr emotionaler Mensch. Das war schon immer. Es ist ein bisschen besser geworden. Früher war das noch intensiver, aber ja, keine Ahnung. Ich habe es ihm jetzt einfach mal gerade eben rausgesagt und habe gesagt, ich möchte wirklich gerne vielleicht nächstes Jahr versuchen, wenn es alles so passt und wir sagen, ja, jetzt passt es, dass wir vielleicht schon nächstes Jahr probieren, schwanger zu werden. Er war gerade so süß, er hat so, so toll reagiert und ich bin so glücklich, dass ich so einen tollen Mann habe. Ich glaube, wenn man ein Baby hat und wenn man schwanger ist, gerade in der Schwangerschaft, ich glaube, da reift man sehr, auch als Paar und man selber als Person auch. Und ich denke, auch wenn viele sagen, wir sind noch sehr kindisch drauf und wir haben keine Ahnung was, ich meine, letztendlich wisst ihr zwar viel von uns und kennt uns auch schon gut, weil wir sind ja so, wie wir sind, auch auf Daily, aber zu 100% kennen tut uns nur unsere Familie und unsere engsten Freunde, wie wir denken, weil wir auch mit Sachen umgehen, die vielleicht ein bisschen privater sind. Und ich würde behaupten, da gehen wir schon mit einigen Sachen sehr erwachsen um. Und ich bin gerade sehr, sehr glücklich darüber. Ich freue mich gerade auch. Ich bin wirklich, es ist ein schönes Gefühl einfach. Es ist echt. Ich hoffe wirklich, dass der liebe Gott uns 2 gesunde Kinder schenkt, ob sie jetzt nächstes Jahr, ob das passiert, ob es übernächstes Jahr passiert. Aber ich würde mich sehr freuen. So, wir sind fertig mit unseren Videos und allem, was wir heute machen mussten. Jetzt mache ich hier gerade über die Rollläden runter. Jetzt fahren wir nach Köln. Und da wollten wir noch ein bisschen rumlaufen und ja, einfach noch ein bisschen draußen sein. Wir hatten heute nicht wirklich was vom Tag gehabt. Und deswegen machen wir das jetzt. Guckt euch das mal an. Mittlerweile muss man sogar schon dicke Jacken tragen. Aber ich finde es schön. Ich mag solche dicken Jacken. Ich werde jetzt mal versuchen, ab und zu Sachen, wo ich denke, dass sie euch gefallen könnten, dass ich die erwähne. Ja, und die Jacke ist jetzt zum Beispiel von Tom Taylor. Ohrringe. Ich glaube von Naked und das Oberteil.
Ich glaube von Sisters Point oder so. Ja, und genau, das ist heute mein Look. Und diese Jacke ist einfach so cool. Ist Fake-Fell, kein echtes Fell. Und ja, ist eine coole Jacke, kann man taillieren und ich finde sie sehr schön. Hallo, du kleine Mupfi. Gab's gerade Essen, ne? Ja, du hast gegessen. So, Leute, wir sind jetzt gerade im Parkhaus angekommen. Tobias hat einen Niesanfall. Haben jetzt 19 Uhr mittlerweile. Warum ist es einfach schon so früh dunkel? Ja, das ist so echt heftig. Und wenn die Zeitumstellung kommt, Alter, 17 Uhr dunkel, ciao Leben. Ich habe sogar mitbekommen, dass wirklich sehr, 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 sehr viele Leute, lasse ich da rein. Das kann ich nicht sagen. Dass sehr, 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 sehr viele Leute sich das sogar wünschen würden, dass die Zeit nicht mehr umgestellt wird. Wir werden jetzt erstmal was mampfen. Eigentlich wollten wir noch ein bisschen rumlaufen, aber wir haben jetzt gerade noch ein bisschen geshootet, weshalb sich das Rumlaufen jetzt doch erledigt hat. Und wie tun die Leute heute hier? Ich verstehe das nicht. Dieses Lied, ne, ist so toll. Das ist von Macklemore und Kesha, ne? Ja. Ja. So ein cooles Lied. Good old days. Good old days. Dieser Text ist so schön. Ja, wir sind in Köln. Gerade am Ruderplatz gesehen, kann ich mich total teilen, was passiert. Ja? So, okay. Ja, dann, Tobi telefoniert gerade mit Kevin und mit seiner Freundin. Und wir gehen jetzt gleich, so wie es aussieht, ins Kino. Ich freue mich. Und wir suchen jetzt gerade eine Bank. Die eine war irgendwie außer Betrieb und jetzt müssen wir zur Sparkasse laufen. Wieder ins Phantasialand. Tobias. Anna hat mich gestern auch gefragt. Ja, ich mag Kevin und Anna. So, wir haben noch eine Freikarte und ich so, Ja, ich auch. Ich habe einfach mal ganz diskret gesagt, Ich habe auch noch eine Freikarte, läuft. Nee, eigentlich ist es meine Freikarte. Nein, meine. Mein Name steht drauf. Mein Name steht drauf. Die habe ich dir geschenkt. Ja, danke. Trotzdem ist es jetzt mein geschenktes Geschenk. Wiederholt, ist gestohlen. Nach meinem Geburtstag kannst du jetzt mir einmal Phantasialand schicken. Nö. Dann komm ich mit. Ja, okay. Okay. Alleine auf der Achterbahn. Nee, ich nicht. Doch. Kevin. Das 100. Mal. Nee, super. Nicht ich, sondern so, bei mir. Und du musst jetzt snappen. Guckt mal, jetzt snappt der, ne? Und jetzt hat sich jemand anders dahingestellt. Jetzt müssen wir doppelt so lange warten. Hauptsache, aber er hat's gesnappt. Ich kann auch reingehen. Okay, dann geh doch rein. Dann geh doch. Dann mach doch. Essenszeit. Essenszeit. Guckt euch das mal an. Wie großen Hunger der Tobi hat und bei mir. Ich kann das gar nicht so schnell essen, das ist so heiß. Heiß! Ich hab so einen Hunger. Und dann gibt's dazu noch Frühlingsrollen. Und hier, stell mal dein neues Lieblingsgetränk vor. Ich weiß gar nicht, woher zuerst jetzt gerade hier. Nee, alles cool. Also es gibt ein Getränk hier bei Kuatai. Wir sind übrigens bei Kuatai. Und dieses Getränk. Okay, das ist heiß. Dieses. Das kann man doch gar nicht aussprechen. Also schwarzer Tee. Achso, nein, ich wollte es dir geben, damit du was trinken kannst. Schwarzer Tee mit Lemon Ice Tea. Ja, aber Oichi. Auf jeden Fall dieser Tee, der ist so lecker. So, wir waren jetzt gerade mit Kevin und Anna noch in der Bar und jetzt geht's ins Kino. Oh, und Tobi hat. Ja, ganz vorne ist die Möhre. Abgewöhnt. Und nochmal abgewöhnt. Scheiße. Dritte Gang anfahren ist nicht so sein Freund. Gestern habe ich mich so erschrocken, stand an der Ampel und bin geradeaus gefahren Richtung Hirpark und Kevin ist rechts abgebogen. Boah, da hat er die Tür aufgemacht und hat rausgebrüllt. Ich glaube, alle Fahrzeuge, alle Leute in den Autos, ne, haben sich umgedreht und Alter, was macht der? Boah, der hat so geschrien. Das kann man sich nicht vorstellen. Ja, okay, Maren. Toll, wie du mit mir redest. Krass, okay, was hat er denn geschrien? Der hat übertrieben und Arm Girl ganz laut gebrüllt. Okay, wir gehen auf jeden Fall ins Phantasialand. Wann gehen wir? Irgendwie, diese Woche gehen wir auf jeden Fall noch ins Phantasialand. Ich freue mich voll. Wir haben nämlich noch, ich habe noch eine Freikarte. Kevin und Anna haben auch noch eine Freikarte und ich nicht. Ich habe keine Freikarte und hier nicht. Doch.
Schatz, hast du keine Lust? Doch, ich hab Lust dazu. Siehst du, es steht Mario Merkel drauf. Du hast deinen Namen da drauf geschrieben. Ja, genau. Ja. Also das ist meine. So, mein Geburtstagskind bekommt nämlich keine Freikarte. Ja, aber du hast mir deine gegeben. Ich habe dann halt eine Freikarte geholt. Und da steht mein Name machen drauf. Also meine Karte. Machen ist eine Trickserin. Du bist ein Trickser. Nee, du. Will er mir eben erzählen, der hat sich irgendwas für einen Auspuff geholt, sagt, das hat bei eBay 60 Euro gekostet. Nächstes so. Mal hole ich lieber das Original und zahle 40 Euro mehr. Und jetzt erfahre ich, dass das viel teurer ist als 40 Euro mehr. Nee, das war ja ein anderes Teil. Du hast mir einfach nicht zugehört. Nein, das kommt du hast davon. Du kommst. Alter, bö, was für Karren. Nein, ich habe nicht getrickst. Nein, ich habe dir was von einem Auto erzählt und von dem anderen Auto. Und weil du dich am Schminken warst oder was auch immer oder deine Wimpern im Kopf hattest, ja, war das wohl nachher für dich so, ja, habe ich mich zugehört und jetzt stelle ich mal die Situation anders. Ja, doch. Doch. Das ist genauso wie mit der Seife. Nein, nicht genauso. Oh, das können wir nicht erzählen. Nee. Don't drop that dirty dirt. Hey, don't drop that dirty dirt. Also niemand hat was fallen lassen oder so, ist in der Art nichts passiert. Nein. Nein. Wissen die erstmal im Joghurtbecher? Ich habe keine Ahnung. Leute. Irgendwann werdet ihr das alles mal erfahren. Wirklich. 3er BMW, E36, Booty. Mit. Super. Wenn man heute Morgen... Mit M-Paket Schwelle und M-Paket Frontschutz, aber kein M-Paket hinten. Was ist da los? Wenn man heute Morgen den Anfang des Videos, den Anfang des Vlogs mit jetzt gerade wieder vergleicht. Warum mit Anfang? Heute Morgen erzählt, was ich dir auf der Treppe gesagt habe. Ach so. Ja. Das wird ja wieder ganz ernst. Deine Freunde kennen meine Freunde nicht. 3er BMW. Ach so, ja. Soll ich jetzt so eine traurige Musik einblenden oder was? Nein, so wie du gerade die Hand dahin hältst. Wenn ich unser Kind drin habe, werde ich ganz bestimmt nicht am Kalle! Nee, das ist ja bald. Alter. Ich glaube, wir sind nicht die Einzigen, die heute ins Kino wollen. Hä, geht der gerade extra nicht dran? Doch. Yo, yo, hatten einen richtig coolen Filmabend und haben Split geguckt. Den gab es auf Videoload. Den konnte man sich dort ausleihen. Und wir haben den eigentlich relativ spät angefangen zu schauen. Also ich glaube, wir haben nochmal irgendwie so eine Dreiviertelstunde gequatscht oder so, bis dass wir wirklich mit dem Film angefangen haben. Und jetzt haben wir 3 Uhr. Und wir haben euch gesagt, dass wir eigentlich noch über den Punkt reden, warum wir in 3 Stunden nicht mit dem Zug fahren. Aber das werden wir morgen im Video machen. Da werden wir uns ein bisschen für Zeit nehmen und nicht zwischen Tür und Angel. Ich bin auch schon gerade eben 2-mal eingeschlafen und am Sofa, Kevin auch. Nur die Mädels haben durchgeguckt, die hatten anscheinend zu viel Schiss beim Film. Oh, könnt ihr ja mal unten in die Kommentare schreiben, wenn das euch auch immer passiert. Ich bin so ein typischer... Ja, wir gucken einen Film und ratz dann weg. Nee, das mit dem Kino war mal gar kein Spaß. Das war viel zu heftig. Egal ob UCI-Kino in Hürth oder auch Cinedom in Köln, da war so viel los. Wir haben für Nachos und Popcorn über eine halbe Stunde angestanden. Da haben wir noch keine Karte gehabt. Dann haben wir online geguckt für Plätze. Nichts. Alles voll. Jeder Kinosaal. Alles voll. Selbst der schäbigste Film war einfach ausgebucht, weil wahrscheinlich heute jeder ins Kino wollte. Das war wirklich, wirklich heftig. Ja. Und somit haben wir dann Filmabend zu Hause gemacht. Aber hey, fand ich persönlich richtig cool. Und wir sagen jetzt bis morgen. Gute Nacht. Arrivederci. Bye, bye.